örtlichen Bücherei St. Marien in Ammassen. Mein Name ist Silvia Zeil und ich möchte Ihnen unsere Bücherei vorstellen. Unsere Bücherei besteht seit 30 Jahren und seit gut 25 Jahren sind wir hier in diesen Räumlichkeiten. Insgesamt, Stand 31.12.2023, verfügte die Bücherei über einen Medienbestand von 4.253 Titeln. Der Bestand verändert sich ständig, neue Dinge kommen hinzu, ältere Titel, die nicht mehr geliehen werden, die beschädigt sind oder verschwunden sind, auch das kommt leider vor, werden aussortiert, sodass sich der Medienbestand in etwa gleich hält. Wir hätten Interesse und auch die Nachfrage nach zusätzlichen und auch noch mehr Titeln, aber leider lässt das die beschränkte Räumlichkeit nicht zu. Aber das ist nur ein Randthema und sollte uns jetzt hier nicht weiter belasten. Der Gesamtmedienbestand von, wie ich eben sagte, 4.253 Titeln umfasst 86% Printmedien, sprich Bücher. Seit April diesen Jahres sind Zeitschriften hinzugekommen, aber Ende letzten Jahres waren es halt ausschließlich Bücher, Kinderbücher, Erwachsenenliteratur, schöne Literatur, Sachbücher und 14% Non-Print-Medien. Das bedeutet, es handelt sich dabei um Audio-CDs, Spiele und Tonis, die hier in der Bücherei einen immer größeren Stellenwert erlangen. Die meisten Titel sind dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnen. 50% aller Printbücher, aller Printmedien sind Kinderbücher. So haben wir gut 600 Bilderbücher im Angebot. Die Bücherei ist barrierefrei, das heißt, über eine Rampe können auch Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen die Bücherei problemlos erreichen. Sie ist offen für alle. Die religiöse oder die Religionszugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Jeder ist hier willkommen. Die Ausleihfrist für Medien beträgt 4 Wochen bzw. 2 Wochen. 2 Wochen für Tonis und Zeitschriften, 4 Wochen auf alle anderen Medien, sprich Bücher, Glückarbeitshefte, Tipptoy-Bücher, Spiele, Audio-CDs. Werden die Bücher nicht rechtzeitig zurückgegeben, verschickt die Bücherei eine Mahnung und ab der 2. Woche erheben wir eine kleine Mahngebühr. Damit es nicht zu Unannehmlichkeiten um Mahngebühren kommt, können Sie die Ausleihfrist der Medien auch rechtzeitig verlängern. Das entweder während der Öffnungszeiten oder telefonisch oder per Mail oder per Internet, dass Sie es selber verwalten. Voranmerkungen können Sie ebenfalls über den PC erledigen auf der Seite www.bücherei-massen.de. Haben Sie einen Zugang zum Gesamtbestand der Bücherei und können dort, wenn Sie sich angemeldet haben, mit Ihrem Geburtsdatum und den ersten 3 Buchstaben Ihres Namens, können Sie sich einloggen und dann auch selber Materialien vormerken bzw. dann verlängern. Hier sehen Sie einen Teil unserer Tonis. Fast 200 Stück haben wir inzwischen, Tendenz wachsend. Und daneben gibt es dann diese kleinen Toni-Boxen, die den Inhalt der einzelnen Figürchen abspielen. 2 Wochen lang können Sie sich die ausleihen und auch gerne einen Wunsch in unsere Toni-Box geben, damit wir auch wissen, welche weiteren Exemplare und Titel benötigt oder gewünscht sind. Die Gesamtausleihe belief sich Ende 2023 auf gut 7.500 Entleihungen. Das heißt, der Gesamtumsatz wurde 1,8 Mal umgeschlagen. Man kann also sagen, der Trend geht zum Zweitbuch. Was bietet die Bücherei noch außer der reinen Ausleihe von Medien? Die Kindergärten am Ort können bei uns ihren Büchereiführerschein machen.
Das ist eine liebgewordene Tradition und auch alle Vorschulkinder der 4 Massener Kindergärten kommen im Frühjahr zu uns, um die Bücherei und die Ausleihmodalitäten und die Vorgänge kennenzulernen und dabei ihren Büchereiführerschein zu machen. Am 8. März hatten wir einen Vortrag zum Thema Effi Briest anlässlich des Weltfrauentages veranstaltet. Der Besuch der 3. Klasse der Sonnenschüler war im Frühjahr hier. Sie kommen alle paar Wochen, um sich neue Sachen auszuleihen. Das ist eine schöne Sache und wir hoffen, dass das auch zur Tradition wird. In den Sommerferien bieten wir seit Jahren den Sommerleseklub an mit diversen Aktionen, Veranstaltungen, Spielenachmittagen. Da auch einfach mal auf die Homepage gucken, da ist das nochmal beschrieben. Die nächste größere Aktion wird die Lesung mit Frau Heinrichs sein. Katrin Heinrichs, die bekannte Krimi-Autorin aus dem Sauerland, kommt am 27.09. zu uns, um ihren neuen Kurzkrimi vorzustellen.